Servus Leute, heute möchte ich euch von Kido mal das Auto Tarp zeigen, also das Freedom Tarp. Das gehört zum Freedom Light oder zu den anderen Dachzelten von Kido dazu. Man kann es auch ans Auto befestigen, wenn man jetzt zum Beispiel kein Dachzelt hat. Ich zeige euch heute, wie man das aufbaut und was da dabei ist. Bleibt dran! So, das Tarp wird in einer schönen Aufbewahrungstasche hier geliefert. Und da ist es auch schon, das ist zum einen mal das Tarp, hier ist eine Gebrauchsanweisung, wie man das zu machen hat. Die Aufstellstangen sind ziemlich wichtig und dann haben wir noch ein Päckchen Heringe dabei. Das sind gute Heringe, habe ich schon ausprobiert, das Ganze funktioniert super. Aber natürlich am Tarp sind auch die dementsprechenden Abspannschnüre dabei. Und hier, das kann man auch gut erkennen gerade, sind diese Schlaufen für die Kederleiste zum Einhaken. Also das Tarp. Riesengroß und absolut lohnenswert, wenn man nicht im Regen ein- und aussteigen will, beziehungsweise sitzen möchte, vielleicht noch einen gemütlichen Kaffee machen und so weiter und so fort, ist das Tarp absolut klasse. So, so sieht das auch aus. Hier sind diese Abspannleinen, die kann man hier dann justieren, arretieren. Das ist also optimal, so schön zum Spannen das Ganze. Ja, gut, fangen wir mal an mit dem Einfädeln. Da möchte ich dazu sagen, das ist natürlich, wenn man kleiner ist, muss man auf die Leiter steigen oder gerade ins Dachzelt reingehen. Da kommt man nicht drum rum. Das ist eben so. Und ansonsten kann man schön sehen, dass das hier in die Leiste direkt eingefädelt werden kann. Und jetzt kann man das eben auch schön sehen. Falsch machen kann man da eigentlich auch nichts, wie das Tarp dann letztendlich aufgespannt werden soll. Das könnt ihr dann selber entscheiden. Ein bisschen niedriger als Blickschutz und damit Ruhe essen will oder so. Oder ein bisschen höher. Ja, je nachdem kann man eben frei variieren. Kann man hier so die Stange hin mal ausprobieren. Wenn es jetzt ganz unten wäre, ist auch nicht gut. Die dreht man einmal und dann kann man die dementsprechend justieren und dann wieder arretieren. Genau. So, naja, glaube ich, werde es so machen. So, dann machen wir es hier so ein bisschen rein. Drückt man das ein bisschen fest mit dem Fuß oder so und dann passt die Sache. So, das gleiche Spiel nochmal auf der anderen Seite. Also hier in die Schlaufe rein, den Hering durch, dann hier ein bisschen spannen das Ganze und rein damit. Auch schön spannen und schauen, dass man einen guten Platz findet, wo es ein bisschen weicher ist. Ansonsten kann man diesen auch, wie ihr seht, ein bisschen reinschrauben, aber das geht schon. Zack, fertig. So, Tarp steht und was ihr die ganze Zeit so klackern gehört habt, das war hier dieser Wendel am Mikrofon. Tut mir leid, habe ich nicht mitgekriegt. Auf jeden Fall passt's und so ist man wunderbar wind- und wettergeschützt, ziemlich schnell sogar und kann trocken ein- und aussteigen. Das begrüße ich schon wirklich sehr, weil dieses kleine Vordach, das reicht nicht immer aus. Nur so als kleiner Tipp, was man natürlich machen kann, wenn das Tarp jetzt trocken ist oder so und man möchte das nicht immer ein- und auspacken, könnte man das Tarp alleine hier mit dem Hering in diesen Schuhtaschen auch verstauen. So, das war's auch schon vom Freedom Tarp von Kido. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Unten in der Infobox steht wie immer ein bisschen Beschreibung und natürlich auch der Link zu diesem Tarp. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und lasst mir doch gerne ein Abo da, dann verpasst ihr nichts mehr. Freut mich, wenn ihr dabei seid. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Wir sehen uns hier draußen wieder auf meinem Kanal beim nächsten Mal. Macht's gut, servus, ciao.